Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, ihr seht schon, ich habe eine ganz kleine Modifikation gemacht. Und zwar habe ich hier rein noch einen Sauerstoff oder einen Tank reingebaut. Ich schaue gerade nochmal, was boostermäßig gehen würde, aber nicht wirklich was Großes, tankmäßig auch nicht. Ich könnte höchstens noch so eine Sauerstoffflasche irgendwo notfalls reinbauen. Aber ich glaube, das wird reichen. Knapp, aber es sollten. Deswegen bauen wir das jetzt und legen direkt los. Gehen auf Start. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go. Ich bin gespannt, was danach abgeht. Was ist, wenn wir das Video geschafft haben? Oder diese Mission? Irgendwas muss ja dann noch passieren, oder? Also es kann ja nie sein, dass es vorbei... Also vorbei kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel dann wäre. Wäre viel zu früh. So. Meine Idee wäre, ich glaube, wir werden circa abkoppeln bei 0% Atmosphäre. Bisschen nach 0% Atmosphäre will ich abkoppeln. Und sozusagen auch dann die nächste Stufe zünden. Und... jetzt. Schauen wir, ob das... Es war zwar ein Mini-Sauerstoffschub. Aber ob dieser Mini-Sauerstoffschub sozusagen einen erheblichen Unterschied vielleicht machen kann. Komm schon. 7,84, okay. Wir steigen noch. Komm schon. Ansonsten tue ich noch eine Sauerstoffflasche rein, weil die wird noch mal ein bisschen mehr extra Schub geben. Dann können wir vielleicht auch ein bisschen früher zünden. Der Pfeil sinkt, glaube ich, relativ flott, obwohl gar nicht mal so flott. Es geht von der Geschwindigkeit, wie er sinkt. 160 Meter, Kilometer brauchen wir. Ah, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Wir sind ja erst beim 40. Ah, viel zu spannend immer. Na, es dauert jetzt schon länger. Ich glaube halt auch, dass das so ein bisschen unter den Umständen das ausmacht, wann du zündest, wie du zündest. Weil jetzt kommen wir schon ziemlich flach. Ich glaube nicht, dass das jetzt was wird. Es dauert viel zu lange. Schaut mal, wie lange wir brauchen. Das fühlt sich auf jeden Fall so an, als ob wir jetzt dann gleich wieder sinken anfangen. Es fühlt sich an, als ob wir gleich sinken. Es fühlt sich stark danach an, dass wir gleich sinken. Und wir sinken. Okay. Nochmal kurz zurück zur Konstruktion. Dann nehmen wir den und den Tank. Kann ich doch bestimmt beide nehmen. Und so nach unten verschieben. Okay, fangen wir erstmal an, alles ein bisschen zu zentralisieren. No. Okay, bauen wir das mal kurz aus. Das können wir sonst so nach unten versetzen. Dich kann ich hier so reinsetzen. Okay, so. Tun wir mal nochmal das Grid-System aktivieren. Nochmal Grid-System aus. Ich habe das Gefühl, als ob der nicht so weit drin wäre. Jetzt ist er gleich weit drin. Okay, jetzt können wir nochmal. Okay, jetzt tun wir dich
Und da verschieben den zweiten rein. Und dann müsste ich doch rein theoretisch ein Doppelinjektor einsetzen können. Aber jetzt ist das Problem. Wie kriege ich den Sauerstoff da dran vorbei? Also ich meine damit in dem Fall, wie kriege ich das Gemisch zwischen Tanks durch? Schauen wir mal, ob ich das irgendwie hinkriege. Ich würde die Seite hin. Ich muss erstmal den Tank hier drehen wahrscheinlich. So. Wo sitzt denn? Es ist jetzt blöd. Bei den größeren Tank werden wir wahrscheinlich hier kaum reinkriegen, wenn ich jetzt sage, okay, anstatt dem hier. Nehmen wir so einen, der passt hier nicht rein. Könnte man dann höchstens sagen, okay, man nimmt ein Holzteil, ein leichtes. Setzt darauf jetzt das und dann kann man dafür halt den Sauerstoff jetzt hier einsetzen. Signifikant mehr Treibstoff wird es nicht sein, aber ich kann auf jeden Fall einen Injektor nehmen, den umdrehen. Dann verkabeln. So, okay. Das wäre jetzt der neue Versuch. Noch größerer Tank davon. Start. Come on, come on, come on. Antwort geht rein theoretisch auch schon. Oh, und die Holzkonstruktion hat Probleme gemacht. Shit. Erwärmteil in der Form, ne? Die Rutschenteile wiegen halt auch dementsprechend. Das ist immer so das Unangenehme. Wenn ich jetzt so ein kurzes Ende nehme, 2,6. Das reicht aber auch nicht. Kugelspitze, nein. Das könnte passen. Aber passt auch nicht. Das passt. Let's try this. Let's do this. Wir nehmen Landen, sammeln wir horizontale Geschwindigkeiten auf. Come on. Gibt er diesmal auf von der 3, 2, komm schon.
Treibstoff auf. Die Rakete dreht sich halt so extrem flott. Der eine hat sich nicht gelöst. Warum hat sich der eine nicht gelöst? Deine Tank hat sich nicht gelöst. What? Entkoppeln durch 1. Entkoppeln durch 1. On, huh? Okay. Zum Start nochmal versuchen. Das muss irgendwo hängen geblieben sein, rein theoretisch. Weil die eine Seite hat es geschafft. Ob da irgendwie vielleicht zu nah verbunden war? Also doch 1, 2, also erst entkoppeln und dann... Warte, das machen wir nochmal schnell zurück zur Konstruktion. Wir machen dich durch die 2. Genauso wie wir dich durch die 2 machen. Tu das! Up, up and away! Schauen wir mal. Zehn Kilometer haben wir schon mal. Bei ca. 4% fällt das. Und der andere hängt schon wieder dran. Kommen wir aber nicht andersweise auf das Ziel, was wir haben. Warum bricht es nicht ab? Warum geht der Entkoppler nicht? Oh, schon wieder, weil der Tank dran hängt. Der hat zu viel Gewicht. Ich frage, welcher Tank ist es? Beide Tanks so weit runter wie möglich. Und verkabelt es so gut wie möglich neu. Damit die Verkabelung hier nicht das Problem macht am Ende. Bauen. 2-1, wie immer. Noch ein Versuch. Man sieht nur diesen Streifen, der weggeht. Okay. Ich glaube, wir könnten notfalls sonst noch eine Pumpe einbauen, die ein bisschen Schub gibt. Ob das so sinnvoll ist, ist die andere Frage. 5. Jetzt fallen beide ab und Schub. Okay, wir befinden uns wieder über der Atmosphäre. Gespannt, ob das jetzt was... ich sehe schon jetzt, dass es wieder nicht klappt. Okay, das könnte jetzt aber zu tun gehabt haben, weil ich zu früh vielleicht gezündet habe. Das könnte jetzt echt damit zu tun gehabt haben, weil die Atmosphäre macht halt doch was aus. Noch ein Versuch. Und auch 2% der Atmosphäre können noch bei einigen was verändern.
Wir tun die vertikale Geschwindigkeit auch diesmal beobachten. Und auch mal die Masse. Masseverlust? Nicht groß. Okay. Mal kurz Schub wie Sau. Als ob. Es hat punktgenau gereicht eigentlich an Geschwindigkeit. Guckt, seit der 7,80. Hä? Zurück zur Konstruktion. Verzweiflung. Verzweiflung. Boom, kann ich mir noch eine leisten? Nein, kann ich natürlich nicht. Jetzt könnte ich mir noch eine leisten, eine Pumpe. Wenn ich jetzt... Okay, was ist das? Ich nehme doch nur das kleine Ding hier. Wir reduzieren so viel, wie es geht. Und... tun dafür noch eine Pumpe einsetzen. Die überhaupt ihre Anschlüsse. Dann wüsste ich nicht mehr, wo ich die einsetzen sollte. Doch, ich habe noch eine Idee. Genau hier. Bauen. Jetzt muss... aber hier ordentlich Schub drunter sein, rein theoretisch. Zwei Pumpen, also eine noch direkt vom Triebwerk. Wenn man das nicht brutal nennen kann. Zwei Triebwerke, die hier brutalst abgehen jetzt. Schauen wir mal, jetzt sind es jetzt im Grunde zwei Pumpen, die hier voll abgehen. Ich habe das Gefühl, ein bisschen besser ist geflogen jetzt. Es hat was gebracht. Die Zahlen steigen halt so nichts aussagend. Come on, 4. Jetzt kriege ich schon wieder Sorgen. Steigt es dafür wieder extrem flott kurz? Uns fehlt, wir sind erst bei 6. Yes, okay. Jetzt müssen wir nur noch die Höhe erreichen. Das ist jetzt eher die Gefahr wieder, dass wieder das genau scheitert. Weil es sinkt, steigt wieder so kurz, so wenig. Und das ist genau das, vor dem ich wieder Angst habe. Komm schon. Es schaut schon wieder so scheiße aus. Wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren, Leute? Wie? Ich bin jetzt bei 130. Mir fehlen noch 30 Kilometer rein, theoretisch.
Okay, einmal versuchen, direkt durchzuziehen. Das tun wir noch in dieser Folge. Ich habe auch keine Möglichkeit, irgendwie noch was einzubauen, ne? Irgendein Triebwerk, irgendein Booster. Das ist echt verzweifelnd. Vor allem, es ist ja nicht so viel Wiegendes hier drin. Na gut, einmal noch den Versuch starten. Okay, Zoom. Sind auf einen Kilometer. Zehn Kilometer haben wir jetzt auch. Und jetzt direkt wieder Boost geben. Die vertikale Geschwindigkeit verliert nicht schon wieder an Thrust. Das ist das Problem. Wir haben viel zu wenig Schub in die richtige, in die wichtige Richtung. Habe ich das Gefühl. Sind wir bei 100. Ich schaffe einen Kilometer pro Sekunde aktuell noch. Wir sollten 50 Sekunden sollten wir es geschafft haben. So schnell wie die vertikale Geschwindigkeit sinkt, geht das nicht. Wir sind schon unter einem Kilometer pro Sekunde. Weiß nicht mehr, warum das so kmh. Warum ist das so schwer auf einmal? Ich verstehe es nicht. Was könnte ich noch verändern? Was könnte ich verändern? Ganz ehrlich, Leute, ich weiß es leider nicht. Ich weiß es leider nicht. Wir werden uns das Neues überlegen müssen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst irgendeinen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.